Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Abenteuer hier in Train Driver 2. Heute zeige ich euch mal ein neues Stellwerk, also ein neues Stellwerk für mich. Das gibt es schon ein bisschen länger in TD2. Und zwar ist es Lauenburg, oder besser gesagt Deburg. Das ist ein echter Bahnhof, komplett mechanisch mit diversen Anschlüssen. Und ja, der Bahnhof an sich ist gar nicht mal so klein. Insgesamt haben wir hier 3 Stellwerkshäuschen, davon brauchen wir 2 die meiste Zeit. Das dritte Häuschen ist direkt im Bahnhof selber. Und wir haben hier sowohl elektrifizierte Anschlüsse sowie auch nicht elektrifizierte. Und alles eingleisig. Da ist ein bisschen was geboten hier. Das selber ist der Bahnhof und in die Richtung sehen wir da die Westseite von den ganzen Ausfahrten, beziehungsweise eigentlich Ostseite. Fangen wir doch mal mit dem allerersten Stellwerk an. Das ist LB1. Das ist hier auf der Ostseite. Da sehen wir bereits 3 Strecken. Davon interessiert uns in TD2 zumindest nur eine. Und zwar ist es die ganz links. Das da in der Mitte ist eine ehemalige Strecke. Die wurde bereits 2000 aufgelöst. Und die Strecke da rechts, die wurde, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, ja genau, 2004 aufgelöst für den Güterverkehr. Personenverkehr schon 1975. Und im Februar 2013 wurde diese Strecke neu verlegt und ist jetzt quasi Verbindungsstück zum Marineflugplatz in Simorowice, also militärische Nutzung, darauf. In TD2 ist diese Strecke gesperrt. Die ist zwar auch im SWDR sichtbar, das da oben, also würde vermutlich theoretisch funktionieren, aber da braucht sie nicht zu erwarten, dass da was kommt. Stand heute von dem Video, sondern nur von da. Wie sieht denn der ganze Gleisbahn aus? Der ganze Gleisbahn sieht so aus. Netterweise sind hier die Anschlussbeschriftungen mit dabei. Also MO ist aufgelassen, beziehungsweise seit 2014 militärische Nutzung hier oben. Das ist die andere Strecke, die ihr euch nicht kümmern müsst. GT ist aktiv. Überall, wo ihr hier diesen Pfeil da seht, haben wir hier eine Oberleitung. Das ist der Bahnhof an sich. Da ist das Stellwerk LB. Hier drin auf dem Perron 2. Dann haben wir da oben diverse Abstellgleise, eins davon auch elektrifiziert. Und ganz da oben stehen Personenwagen, nicht elektrifiziert. Besonderheit auch Gleis 5, das ist teilweise elektrifiziert. Hier hinten ohne Draht, ab da vorne mit Draht. Und dann kommen wir auch schon auf die rechte Seite. Da haben wir hier den Anschluss PL und GZ. Und dann haben wir hier dieses Auszuggleis, das ist ebenfalls mit Oberleitung, aber nur dieses Gleis da. Und dieser Güterbereich da unten ist komplett ohne Oberleitung. Das soweit mal zum Bahnhof. Einerseits, wir haben hier diesen Perron, den großen Perron für Gleis 2 und Gleis 1 und einmal da oben noch für Gleis 6 und 8. Ich wollte gerade schon sagen 5, aber das ist eine 6 hier oben. Geht. Das ist unsere Hebelbank für LB1. Relativ überschaubar. Damit kann man arbeiten. Diverse Rangiersignale hier drin. Dann gehen wir mal kurz in die Mitte. LB an sich. Hier haben wir keine Bank. Da kann man entsprechend hier rausschauen, was hier so Sache ist. Da ist dieser Güterbereich, den ich vorher genannt habe. Da stehen auch ein paar Wagen rum. Geht bis hier nach hinten. Da ist die Gleissperre. Und eben dieses Gleis hat hier am Anfang keine Oberleitung. Erst weiter da hinten. Vielleicht sieht man es von hier. Nee, sieht man nicht. Aber ganz da hinten fängt die Oberleitung wieder an. Ansonsten SSP hier drin. Zum Schauen, was die Bahnübergänge machen. Aussicht auf Bahnhof. Da stehen die paar Personenwagen. Da hinten die kleine Rangierlok. Okay. LB2. Hier die Hebelbank von LB2. Das da werden einige Leute sehr lieben hier. LB2 ist übrigens hier im Plan. Und dann schauen wir hier mal raus. Das ist jetzt Blick Richtung Bahnhof und ja, man sieht so ein bisschen, was jetzt hier ist. Da geht die Oberleitung in etwas rein. Da ist auch schon das Schild, wo die Oberleitung endet. Da hinten der Güterbereich mit Handweichen. So, hier das eine Auszuggleis,
mit der Oberleitung und der Anschluss hier nicht refiziert. Da können Züge rein und rausfahren und dann einmal hier. Soweit überschaubar, aber wenn hier ein bisschen Verkehr ist, kann es natürlich hier ein bisschen stressig werden. Das Schöne an dieser ehemaligen Strecke ist, die ist sogar ausmodelliert. Das werden wir uns dann gleich mal ansehen, sowie auch den Anschluss hier hinten. First of all, würde ich mal sagen, schauen wir uns den Güterbereich hier unten an, wenn wir schon mal da sind. Also wie gesagt, das Gleis geht da unten auf den Prellbock und dann kann man hier wieder reinfahren. Hat man hier den ganzen Spaß mit den Handweichen. Eine Laderampe hier. Und dann kann man da hinten entweder was abstellen oder man holt sich die Wagen da hinten. Alles das darf hier vom Rangierpersonal bedient werden. Und da hinten nochmal reingucken. Haben wir da auch nochmal Platz, um was abzustellen. Und so wie es aussieht, gab es da wohl mal mehr Gleise. Und ich gehe mal davon aus, die Karte hier dürfte so 2005, 2006 rum sein vom Stand her. Auf alle Fälle nicht aktuell. Genau. Die zwei Breitwolke da hinten. Wieder auf LB1. Sehen wir eigentlich keine großen Besonderheiten hier. Seht eigentlich ganz gut, wie hier soweit die Weichenlage ist. Und ich denke, da könnte man noch ganz viel Spaß haben. Hier zu Stellwerken. Und mal schauen, wir haben hier eine BÜ-Steuerung. Ich weiß gar nicht, ist der Bahnübergang? Bin mir gerade gar nicht sicher, wo dieser Bahnübergang ist. Ich werde ihn dann gleich mal nach oben machen. Ich habe mal ganz kurz nachgesehen, für welchen Bahnübergang diese Steuerung ist. Und die ist tatsächlich für einen Bahnübergang auf diesem Anschluss da oben, der nicht mehr genutzt wird. Und zwar ist es dieser allererste Bahnübergang hier. Wir werden den mal ganz kurz aufmachen und dann schauen wir uns mal diese Strecke hier an, auf der wir nicht fahren dürfen. Zumindest aktuell nicht. Vielleicht gibt es mal eine moderne Version von diesem Stellwerk und dann darf man theoretisch in diesen militärischen Abzweig hier reingehen. Aktuell ist die Strecke mit 40 datiert. Also 1975 ist der Personenverkehr eingestellt worden. Und dann sehr, sehr viel später der Güterverkehr. Heutzutage 80. Und jetzt schauen wir doch mal, was uns da hinten so erwartet. Alles natürlich schön ausmodelliert hier. Inklusive Signal. Coca-Cola darf natürlich auch nie fehlen. Ja, ehemalige Industrie, so wie es aussieht. Besten Tage schon hinter sich. Und da haben wir besagten Bahnübergang, der jetzt offen ist, weil ich entsprechend eingestellt habe. Guter. Was machst denn du eigentlich hier so? Hast du das nochmal anders überlegt? Du willst nicht da lang fahren? Da hinten nochmal genau das gleiche. Ja gut, wir gehen mal weiter. Ach, das ist gerade eine Kombi, so wie es aussieht. Der macht doch alle beide hier. Good, good to know. Aber wie gesagt, braucht ihr Stand vor diesem Video momentan nicht. Da sollte nichts auftauchen. Und wenn da was auftaucht, dann solltet ihr Fragen stellen, warum von da an zukommt. Mal gucken, wie weit es da nach hinten geht. Da kommt schon der nächste Bahnübergang. Vielleicht lässt sich da ja noch was Interessantes entdecken auf dieser Strecke. Also auf Google Maps geht die Strecke noch relativ weit. Interessant anzusehen, was noch da ist. Da ist sogar ehemalig ein zweites Gleis hier. Das sieht man auch auf Google Maps. Beziehungsweise, ich glaube auf Google Maps war es weiter hinten, aber da war so eine Art Ausweichstelle hier. So. Hier ist Vorsicht geboten. Das ist sogar hinterm Zaun hier. Ah! Das scheint ein ehemaliger Industrieanschluss gewesen zu sein, nach da hinten. Zu dieser Fabrik, dann ist das nicht dieses Ausweichgleis, was ich vorher meinte.
Und schon der nächste Bahnübergang. Und da hinten ist dann finito. Ersten beide beschrankt, hier nichts mehr. Okay. Ich glaube, das macht nicht Sinn, da weiter nach hinten zu gehen. Wir können uns noch die zweite verlassene Strecke anschauen. Die geht aber wesentlich weniger weit. Machen wir hier mal kurz auf. Und laufen dann nochmal dahinter. Der ist übrigens auch nicht mehr in Verwendung. Also da Vorsicht, wenn ihr da was reinschickt. Und das ist die andere Strecke. Da sind wir hier schon die Sperre. Keine Durchfahrt hier. Da hat es dann auch keine Signale mehr da hinten und die Strecke ist komplett abgebaut. Nichts mehr da. Da sieht man auch in Google Maps nicht mehr sehr viel. Könnten wir uns dann eigentlich auch nochmal schnell anschauen, wie das Ganze hier in der Realität aussieht. Einfach so als Vergleich. So, da seht ihr die andere Fabrik da hinten. Die Strecke macht hier die Kurve rein, geht über diese kleine Brücke da drüber. Und ab dieser Brücke ist auch das Gleis dann schon noch weg. Und wir haben nur noch die Schwellen da. Ab hier. Finito. So rein szenerietechnisch hätte es noch ein bisschen weiter gehen können. Oder man macht irgendwas rein, damit man das hier nicht so sieht. Das zudem. Kleiner Hinweis noch. Das kann zur Verwirrung führen. Hier unten, GZ, da ist ein Blitz hier drin. Da könnte man meinen, die ganze Strecke ist elektrifiziert. Auch da ist es nur so, dass ein ganz kleiner Stumpf hier elektrifiziert ist. Das sieht man hier ganz gut. Da seht ihr, da geht die Oberleitung rein. Und die endet aber da. Da unten, nichts Saft mehr. Also lasst euch davon nicht täuschen. Die einzigen mit Oberleitung sind die Strecken. Da kommt da schon der nächste Zug entsprechend. Und zwar ein TME von GT nach PL, sprich von links nach rechts, werden wir dann auf Gleis 1 reinschicken und da durchschicken. Ziemlich straight forward soweit. Gehen wir mal LB1 wieder rein. So, wenn wir dann hier einen guten Ausblick haben. Bahnübergang lasse ich mal offen, weil warum sollte man das auch zumachen? Es ist Zeit für unseren Güterzug, dass wir da entsprechend die Einfahrt machen. Also, unser Güterzug kommt von GT will nach PL, ist soweit sogar vorab von der Zeit. Und wir lassen den auf Gleis 1 einfahren. Sprich, wir brauchen Signal C auf Gleis 1 und dann O nach PL. Also C auf die 1, gucken wir mal. Da braucht es gar nichts. Das ist sehr praktisch. Okay. Da muss ich nicht so viel tun. Dann können wir schon mal auf die andere Seite. Da wäre es dann O nach PL. Was setzt du da gern alles? O nach PL. Du willst auch nichts. Okay. Ja, wenn es so ist. da habe ich jetzt nicht sehr viel machen müssen. Eine Sache noch. Wir haben ja noch drei Spawns. Und zwar ist es D3 für einen Triebwagen, G, Passagierzug und dann haben wir hier noch K. D3 ist hier unten beim Perron 1. So, Obacht, wenn ihr da was runterschickt, da kann er Zug spawnen. Signal G ist da oben auf Gleis 6. Auch da Obacht, wenn ihr da Zug reinschickt und ihr habt den Spawn offen, da kann was erscheinen. Und Signal K, das ist gleich gegenüber auf Gleis 8. Einmal in die Richtung nach rechts. Aufpassen, wenn ihr da den Spawn offen habt. Das ist eigentlich bei alle drei. Das mal zu dem. Okay. Unser Kollege hat Einfahrt. Ich wünschte, dieses Fenster wäre ein bisschen weiter unten. Wir werden schon mal vorschreiben. Yes, Disk TV Free vor. Wo ist die Nummer nicht? 542. Machen wir mal kurz zu. Wieder Autofill. Was haben wir denn da für einen Zug? Der ist mit einer AT22 unterwegs, 537 Meter, 878 Tonnen. Der fährt leer. Der hat bis Tarkowice, 1647. Alles klar.
Gut, dann warten wir mal, bis er kommt. Sadele, unser Kollege ist da. Sagen wir ihm doch mal ganz kurz Hallo. Disco TV frage ich jetzt auch schon mal an. So, hoffen wir mal, der tut schnell antworten. Wollen wir es natürlich von der besten Seite geben. Ja, ist frei. Sehr gut. Also PL Lisco TV. PL Lisco TV verbinden. Und klingeln. Wir gehen in Stellwerk LB2. Und was war das nochmal? O. Einmal die ganze Gruppe. Und der Kollege hat Ausfahrt. Auf der Strecke, wo er sich da gerade befindet, das ist die Linie Nummer 202. Und in die Richtung GT, wo er herkommt, ist eine Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h. Das gleiche auch auf den Anschluss PL, ebenfalls Linie 202 mit 120. Und der Anschluss in diese Richtung hat eine Länge von 3517 Meter und PL 2273 Meter. Der Anschluss da zu unserer Rechten, eben VMAX 40, ist 1860 Meter lang. Haben wir auch gesehen, dass das nicht so weit geht. Und der Dieselanschluss mit einer Höchstgeschwindigkeit von 60 ist 2500 Meter lang. Und natürlich hat es auch ein paar Langsamfahrstellen in Leborg. Moin, Kollege. Schauen wir gleich mal bei LB2 vorbei. Ist natürlich die beste Route für ihn, muss er nicht bremsen. Hat er gut gemacht. Gut, Stoff, viel Spaß. Okay. Einmal abstempeln. Siddele. Ja, nicht wundern, meine Standard-Message ist immer Englisch. Egal, wer es ist. Sehr gut. Können wir das hier wieder zurücknehmen. So. LB1 können wir auch wieder zurücksetzen. Interesting. Hat sich nicht zurückgesetzt, aber passt trotzdem. Also, gemäß Fahrplan, der nächste macht genau das gleiche. Ich werde den Spawn aufmachen, hoffentlich kommt dann ein bisschen was anderes. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe das Ganze mal hier in Google Maps aufgemacht. Die Fotos sind von 2024 gemäß Google. Und das ist Leborg hier. Der eigentliche Hauptbahnhof da unten. Wir haben da oben LB1, das ist ein Stellwerk mit der Unterführung. Die Perrons hier. Da der Abstellbereich hier so. Da hat es diesen Güterbereich. Der ist auch im Jahre 2024 noch da. Wobei, wie es aussieht, ist der hintere Teil einem Parkplatz gewichen. Ansonsten hat es auch hier noch, das ist eine Ausziehgleis da und die Dieselstrecke.
Sieht auch noch so aus, als ob das nach wie vor Diesel ist hier hinten. Man, die Qualität der Fotos ist jetzt nicht gerade das Beste, aber ich glaube, das ist Diesel. Da ist die andere Strecke, wo diese Güterzüge vorhin entlang gefahren sind. Das andere Stellwerk und das Stellwerksgebäude hier mitten am Bahnhof ist auch noch da. Okay, zu den aufgelassenen Strecken. Also einerseits die Strecke hier hinten, die geht da bei dieser Fabrik hier hinten vorbei, da nach unten und verschwindet dann hier im Wald drin. Wie gesagt, das wurde schon im Jahr 2000 aufgelöst. Man kann dem so langsam so ein bisschen hinterhergehen, aber dann ist hier Wildwuchs. Das ist die eine Strecke. Die andere Strecke, die militärische Strecke, das ist die hier jetzt. Die geht da runter. Da sind die Bahnübergänge, die wir auch gesehen haben. Weiter hier runter. Und irgendwo... Ich glaube, hier sieht man so einen Ansatz von einem zweiten Gleis. Da ist das zweite Gleis hier. Eine Art Ausweichstelle hier. Geht da wieder zusammen. Und geht da so langsam runter den Wald entlang. So ein ganz gutes kleines Stück hier. Hier unten ist die Strecke. Weiter runter, macht ein paar Kurven hier. So. Da so runter. Und dann sind wir auch gleich mal am Ende angekommen. So, wo ist das Ende? Ich habe es gerade verloren. Ach ne, es geht hier weiter runter. Moment mal. Ich glaube, ich bin gerade schon zu weit. Das ist aufgelassen. Muss mal ganz kurz schauen, wo ist der Flughafen hier? Oder war ich doch nicht zu weit? Ach, da ist der Flughafen. Das ist der militärische Flughafen hier. Und da, bis dahin, geht die Strecke. Da ist dann Filito. Auch wenn, muss man kurz schauen. Ne, man sieht da nichts mehr. Also, Endpunkt, da geht die Gleise dann hier so runter. In das Flughafengebiet hier rein. Da so. Und die Strecke geht hier da so entlang. Macht da die Kurven Richtung Bahnhof. Aber dann habt ihr das auch mal gesehen, wo die Strecke heutzutage so hingeht. So, liebe Leute, es klingelt mal wieder. Zilona Goa Glona, der hat gefragt, den lass mal rein. Oh, das ist der Zug von Satus, ein RMS, und der fährt auf die Dieselstrecke. Okay, wir werden jetzt das hier mal ein bisschen anders machen. Statt dass wir den hier auf Gleis 1 schicken, schickt man den auf Gleis 3 zu dem Perron. Und dann kann der da geradeaus weiterfahren nach GZ. Sprich, wir brauchen C auf Gleis 3. Mal ganz kurz schauen. C auf Gleis 3, 12 und 15. Das ist der Kollege hier. Moment. Habt ihr noch das Falsche hier drin? Den machen wir mal kurz auf Minus. Dauert einen Moment. Immerhin zwei Weichen, die er da umlegt. So, C auf die 3. Wunderbar. Und ich mache uns mal zu. Ist jetzt auch Gott sei Dank rot geworden. Okay, das wäre das. Wir schauen dann gerade schon mal auf die Gegenstelle. Der kommt dann hier bei Signal. Ach, jetzt habe ich dann Passagierzug. Ja, sag mal. Okay. Um dem kümmere ich mich gleich. Mit dem Analyze, wenn
Ready. Das war mal das. So, ich wollte deswegen der Ausfahrt gucken. Das war Signal P auf GZ. Wo haben wir es denn? Ah, da brauche ich nicht sehr viel. Nur die 1. Die 1 habe ich gerade gar nicht. Das kann ich nicht machen, weil... Bestimmt wegen dieser 1 Weiche da. 15. Habe ich dann RG15. Ist das bei dir? Nee. Muss ich doch garantiert sperren können. Ah, oh, da darf ich das nicht, während er da die Einfahrt hat. Mal kurz gucken. Ach nee, warte mal, da, WK15. Oh, da mache ich ihn aber damit auf. Ah naja, das ist WK12. Er soll ja geschlossen bleiben, WK12, Weiche 25. Hm, interessant. Wieso lässt er mich das nicht machen? E auf GZ. Warum ist es so? Vielleicht doch nochmal anders machen. I just have to handle a coming train first. Damit er sich nicht wundert. Ja, ich gehe mal ganz stark davon aus, dass ich das hier erst zurücknehmen muss. Und dann kann er weiterfahren. Ist der schon los? Ja, der ist schon los. Also kann ich es nicht mehr zurücknehmen. Und du, Kollege, bei G. Ich weiß nicht, was er will von mir. Schauen wir mal kurz wegen der Zuganalyse. Was soll der machen? 17,45. I just checked your times. 17 is not possible due to traffic. Sag mal, willst du mich hier trollen oder was? So, soll irgendwo anders spawnen. Jetzt mit den Zeiten, was er da haben will, das geht nicht. Und weg ist er. Okay. Ja, gut. Also dann warten wir mal auf den Satus, beziehungsweise ich gehe schon mal her, tu mal vorschreiben. Ist bla bla bla, free, 4, 4, 2, 2, 8, 9. Kopieren, dann habe ich das schon mal. Lapano, hier ist der Patrick. Schon mal kurz reinschreiben. Ah, die anderen Züge sind wieder gleich. Wobei, wir haben hier noch einen TKS. Der... GZ nach GT. Warte
mal, der kommt von GT nach GZ. GZ. Ach, GT, okay, ja, genau. Genau andere Richtung rum. Da hatte ich gerade einen kleinen Hirnfurz da. Okay, cool. Dann haben wir da noch ein bisschen Abwechslung hier. Moin sehen. Okay. Lappeno fragen wir dann schon mal an. Ja, da vorne ist es frei. Mit Dieselstrecken ist selten was los. Jo, ist frei. GZ Lappeno TU. Verbinden. Verbindung läuft. Oh Scheiße, warte mal. Nee, doch, alles gut. Hat der da hinten einen Halt? Schauen wir mal ganz kurz rein. Debug Mosti PO, da ist ein kleiner Haltepunkt. Und auf der anderen Seite dann auch nochmal. Good to know. Ah, schade, dass ich nicht die andere Fahrstraße schon mitstellen kann. Oder zumindest verriegeln. Und an der Stelle übrigens, danke Satus, er weiß wofür. Trotzdem doof. Ah, ja gut, aber irgendwo macht es auch Sinn, wenn das auf 25er Weiche. Ja, gut. Ist ja kein Problem. Ich glaube, das habe ich auch nicht erwähnt, ne? Wenn ihr da mal einen Güterzug am Ende habt oder so. Ihr habt dann auch da Gleis 4, das ist dazwischen den Bahnsteigen, wo so Züge warten können, ohne dass sie euch da irgendwie im Weg sind. Gilt für alle Richtungen. Oder auch für Personenzüge, die ein PT haben aus irgendwelchen Gründen. Und ihr habt ein bisschen Stress im Bahnhof oder irgendjemand, der stark verspätet ist, könnt ihr ihn da hinschicken. Aber kommt natürlich immer auf die Situation drauf an, was ihr da gerade so macht. Ist nur so ein kleiner Tipp. So, 2 Minuten hat er noch bis zur Abfahrt, also zur pünktlichen Abfahrt. Das Fenster ist einfach zu hoch. Da bräuchte man eigentlich diesen Ausguck wie in Viejevo mit dem neuen Stellwerk. Aber dann wäre es vermutlich nicht mehr authentisch. So, da ist er. Kriegt er vermutlich einen 40er kassiert, nachdem er da runterfährt. Ja, 40. Sehr gut. Okay. Können wir das zurücknehmen? Das da tut sich leider nicht sperren. Das muss ich manuell machen. Ist ein Bug von der Szenerie. Leider. Kontrollieren. Nochmal P. Ja, jetzt kann ich auch das hier machen. Nach GZ. Nehmen wir mal das mittlere Stellwerk. Hier so.
Also wenn das nicht schön aussieht, dann weiß ich auch nicht. Da. Es ist Punkt 18. Würde ich mal sagen, fährt er mit einer Minute Verspätung raus. Plus, minus. Ah, tu mal pünktlich abschnippeln. Aber zuerst die Ausfahrt gucken. Da verlässt er uns. Okay, an der Stelle weg. Sedele. Oh, die doofen Masten da vorne. Sieht man nix. Jetzt, da kann er jetzt richtig schön gerade durchfahren. Ich will jetzt gerade nochmal schnell abstempeln. Damit ich das schon mal gemacht habe. Sehr geil. Ich freue mich schon auf den einen Kühlezug, der da noch kommt. Gute Fahrt. Und wir können jetzt wieder alles zurücksetzen, beziehungsweise bevor ich das mache, Abfahrtsmeldung. Und Lappenö. So. Wenn wir da die Zeit anpassen, 17, 18. Und gut ist. Und hier wieder alles retour. Ah, man sieht ihn schon gar nicht mehr. Und es klingelt mal wieder. Das ist der 593171 von GZ. Und mit dem Kollegen haben wir ein kleines Problem. Der von GZ, das ist ein lokaler Güterzug, also so ein Station and Siding Freight Train. Und da kommt aber noch der Kollege hier, der TDE, der hat eine leichte höhere Prio. Müssen wir schauen, wie wir das am doofsten machen. Ich glaube, den GZ, den schicken wir auf dieses eine Gleis, was ich vorher erwähnt habe. Ja. Gleis 4, wir könnten auch theoretisch auf Gleis 2 schicken. Aber wir schicken den auf Gleis 4. Das heißt, es wäre Signal R auf 4. Ich mache schon mal kurz Spawn aus, da würde ich jetzt Ruhe haben. Kann ich das überhaupt? R auf 4. R auf 6, 3, 2. Kann ich nicht? Warum nicht? Ja. R auf Gleis 4 geht nicht. Das finde ich aber spannend. Wieso kann ich das nicht machen? Geht mir jetzt gerade vom Logischen nicht ganz ein, warum das nicht geht. Aber rein vor den Weichen her müsste es gehen. Ja gut, dann schicken wir ihn doch mal auf Gleis 2, RF2. R auf 2. Da müssen wir jetzt mal ein bisschen was machen. So, die Kollegen, die Kollegen, die Kollegen, die Kollegen. Sorry für den Sound. Sehr, wen denn noch? R auf. Das war's? Echt jetzt? War noch die? Okay. Komm, Root GZ.
R. Dann fährt unser Kollege halt auf die 2 ein. Verstehe ich nicht, warum das mit 4 nicht geht. Wie ist denn das mit... Was haben wir hier für Signal? S. S auf die 4. Das habe ich auch nicht. Moment. Doch, ein Ausfahrsignal habe ich da. Das finde ich jetzt wirklich komisch, dass ich da nichts mit 4 habe. Ich habe auch immer wieder so Blanks hier drin. Okay, merkwürdig. Also falls das jemand weiß, warum ich die da von rechts auf 4 schicken kann. Weil von Signal N kann ich ja runterschicken. Von N auf PL. Aha. N kann ich nur nach PL schicken. Okay, also 4 geht nur nach PL. Kann ich da nicht runter machen, außer ich mache es manuell. Was aber ungeil ist. Also der Kollege fährt auf die 2. Ist, wie es ist. Okay. Oh, da muss so oder so warten. Weil. Jetzt haben wir schon 6 Minuten. Und der soll auch erst um 1:50 durch. Er wird um 4:40 theoretisch da sein. Der ist schon durchgefahren. Na, schauen wir uns mal die Zeiten an. LB2. Sagen wir, stellen uns mal hier so hin. Ah, ich habe da keinen Fehler gemacht mit der Zeit. Und der andere oben ist zwar verspätet, aber er kommt trotzdem erst planmäßig um 1:50. Du, geil, da kommt gerade einer mit 21 PT. Cool. Nee, wir werden schauen, dass wir den oben als erstes durchkriegen. Dann muss der mit seiner Einfahrt einfach kurz warten. Das heißt, ich schreibe das mal ganz kurz vor. So, Monkey OS. So, beide sind schon über das Ausfahrensignal drüber. Monkey. So, 542. Das geht von der Zeit ein bisschen besser auf. Da seid's, ne? Die 3. Ich könnte den auf Gleis 3 reinschicken. Ah. R auf 3. Was denn dafür alles? Ist doch gerade. Das ist irgendwie schlauer. R auf die 3. Ja, dann hat er auch Einfahrt. Ja, doch. Und dann kann er verspätet hier oben einfahren. Seine Fahrstrecke ist nicht irgendwie gefährdet. Er fährt da unten rein. Fährt von da unten da raus, so wie es dann frei ist. Smart. Wäre ich noch früher auf die Idee gekommen. Aber klar. Je weniger oft sich die Fahrstraßen kreuzen, umso besser. Aber 21 Minuten PT. Ich hoffe, der macht das im Fahrplan nicht. Naja. Ich hoffe, der taucht gleich mal auf. Großes Warten angesagt. Wir werden sehen, aber ich hoffe, ich kann den Verspäteten gerade durchschicken. Das wäre echt super. Da ist er ja, der Verspätete. Okay, gerade mal direkt fragen. Falsche Nummer hier drin. Und der andere auch. Und Mocky sagt, das ist frei. Und geil. Das heißt, Mocky OS auf PL.
TL Monkey OS verbinden. Ein Schubak. Ah, geil. So, was war das für Signal? Das war O. O auf PL, O auf PL. Nein. Achso, warte mal, die zwei sind falsch. Okay. Oh, der hat Ausfahrt, der Kollege. Geil. Exit given. Machen Sie mal schnell. Das läuft wie geschmiert. Da ist er auch schon. Sind die Lichter aus oder? Nee, sind an. Sah nur so aus der Ferne so aus. Sehen. Da verlässt er uns. 5-1-2. Machen wir die Meldung nach Monkey. Und dann brauchen wir noch die Anfrage für den anderen Kollegen. Ist Domislow 3-4-5-9-3-1-7-1. Domislow. Da unten Mitterlof. Weg ist er. Was für Signal war das? Oh. Warten wir mal, bis es Klack macht. Das wäre jetzt. Okay. Und Tomislo sagt, ist frei. Okay. Auf GT Tomislo JT. Auf GT Tomislo KD. Tomislo JT. Muss auch das Richtige auswählen, ne? Tomislo JT. Verbinden. Hüpfland 3. Ja, er fährt los. Sehr gut. Also, hier brauchen wir dieses Weichenpower 1215 nochmal. Und der Kollege. Es ist so ein ekliger Ton. Und dann ist es Signal D3 nach GT. D3 nach GT. Kann ich natürlich nicht machen. Weil ich erst die andere Seite zurücknehmen muss. Alles kein Problem. Sonst irgendwas? Nee. 18:03 gerade der nächste von PL. Das. Oh, bitte komm nicht. Bitte komm nicht. Ja, endlich! Da taucht er auf.
Und jetzt muss ich gleich mal schnell sein, damit er hier nicht bremsen muss. Aber ja, da geht es ein bisschen bergauf. Da hat er ein bisschen zu kämpfen. Oh je, er wird langsamer. Du bist aber auch nicht mit wenig unterwegs, Kollege. So, und damit er jetzt nicht bremsen muss. Bitte nicht nachmachen. Es ist eigentlich ein bisschen böse. Die drei. So. Und da kann ich rausfahren. Wer hätte sonst warten müssen, bis er da hinten frei macht. Aber mit dem Zug, den er da hat. Oh, bitte bleibt nicht stehen. Ui, grenzwertig. Wie schwer sind wir denn? Was? 2234 Tonnen. Was? Okay. Darfst du überhaupt mit so viel fahren? Holy shit. Ja. Dann machen wir mal Abfahrtsmeldung, I guess. Tomislo, wo bist denn du? Tomislo, Tomislo. Alter, du bist ja heftig. Ja. Es könnte doch ein bisschen dauern, bis der weg ist. Das habe ich komplett übersehen, dass das so schwer ist. Also wenn der nochmal zum Stehen kommt, dann dauert es nochmal 10 Minuten, bis der in die Gänge kommt. Alter, krass. Er hat schon mal auf die 20 geschafft. Ja, nee, das würde ich jetzt vielleicht persönlich nicht fahren. Zumindest nicht mit der Diesel-Lok. Vielleicht mit der neuen dann. Ja, mal schauen, bis am Ende der Szenerie hat er vielleicht mal 40 erreicht. Holy shit. Ich würde gerne sehen, mit was für einer Geschwindigkeit der Fahrplan ausgestellt worden ist. Ich meine, er ist nicht lang, aber er ist echt schwer. Ich muss jetzt mal ganz kurz in der Grenzlasttabelle nachgucken. Die SM42 darf 2400 Tonnen ziehen. Bei 20 km/h. Er hat 2204. Ja, das ist legitim, was er da macht. Ja, mit so einem Zug kannst du den ganzen Verkehr aufhalten. Ach ja.
So, liebe Leute, der letzte Zug des Tages kommt an, und zwar Richtung oder von GT. Das ist ein MPE 35105, 241 Meter lang, endet hier in dieser Station. Gut, ich würde sagen, wir machen hier mal volle Register und schicken den zum Perron 3 hoch auf Gleis 6, auf Gleis, zum Signal M, anstatt auf K. Und ich habe jetzt hier noch herausgefunden, das Signal K hat nur eine Fahrstraße für GZ darunter. Man könnte theoretisch, denke ich mal, nach PL auch machen, wenn man hier eine manuelle Fahrstraße macht. M wiederum kann von PL nach GZ hier fahren. Just saying. Okay, also Gleis 6 von C. Kriegen wir hin. C. Auf Gleis 6. Das wäre das hier. Das wäre 1, 4 und 6. Das wären die Kollegen hier. Ne, halt, du gehst nochmal auf Plus. Die 1 hat er hier nicht mitregistriert. Aber kein Problem. Oh, dieser Sound ist so furchtbar. So, da la. C auf die 6. 1, 4 und 6 haben wir. Wunderbar. Und die Einfahrt. Da wurde auch Signal G gesperrt. Wir können das Ganze nochmal kontrollieren. Na? So. Der Kollege wird hier hochkommen. Es sieht aber alles gut aus. Ich meine, die Weichen, sagen wir mal, zu ignorieren, dass sie nicht ganz auf die Kante hier geht. Aber der wird einmal komplett hier hochfahren. Müssen wir mal ganz kurz was nachsehen. Ja, passt. Okay. Ja, LB, das Stellwerk hier raus. Der Kollege wird hier oben einfahren. Ich könnte mir überlegen, was ist wohl am schönsten zum Zuschauen? Hier? Oder vom Stellwerk aus? Ah, ich denke mal, es wäre ganz cool zu sehen, wenn er da über die ganzen Weichen drüber donnert. Ja, vielleicht doch auf dem Bahnsteig hier. Und dann einmal nach unten gucken. Am liebsten hätte ich ein paar Leute hier, die die Aufnahmen von unterschiedlichen Blickwinkeln aufnehmen. Das wär's. Na, das sieht irgendwie nicht so geil aus. Gehen wir mal kurz auf den Perron hier. Ja, ich glaube, so können wir es machen. Und da ist er auch schon. Vitom. Herzlich willkommen in der Station. Und, ja, ich wollte gerade sagen, er ist on time, aber plus 2 Minuten. Nein. Ja, also nee, aufs untere Gleis. Sag mal, Sonderwünsche. Ja, ich dachte, es wäre irgendwie easy. Ich meine, muss er da unten einfach mal kurz 40 fahren. Statt dass er da mit 120 reinbrettert, wobei... Ja, nee. Komm, soll man nicht so tun, wenn er da nach oben fährt. Ja, nee, da hinten ist doch am besten.
Außerdem würde ich jetzt gerade ungern von der einfahrenden Zug die Fahrstraße wieder zurücknehmen. Schauen wir ganz kurz in seinen Fahrplan. Wie lange ist er schon unterwegs? Gestartet um 17.52 Uhr. Jetzt ist 19.33 Uhr. Ja. Er ist die meiste Zeit eigentlich durchgefahren. Jetzt zum Schluss hat er ein paar Mal halten müssen. Aber ja. Da ist er ja. Er hat es auch geschafft, runter auf die 40. Ja, sorry Kollege, auf das Gleis da unten wollte ich dich ganz bewusst nicht schicken. Sehr gut. Ja, liebe Leute, das soll es gewesen sein. Ein kleiner Einblick in Leborg. Ich denke mal, da werden wir nochmal vielleicht eine kleine Session machen. Und wenn ich wieder zurückgehe, vielleicht noch Multiplayer. Die Station hätte schon was. Eure Gedanken dazu, gerne Kommentare. Bis dahin, ich wünsche euch eine gute Fahrt. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.